Ja, an sich ein wirklich netter Gedanke. Also die Sache mit den Menschen und Frieden und Harmonie und so. Aber die Sache mit dem Frieden ist dann doch für ganz viele Menschen im Alltag, in der Praxis nicht so leicht umzusetzen. Aber warum eigentlich nicht? Folgendes Ding. Ich habe letztens auf Facebook... Ja, meine Güte, ich bin noch auf Facebook. Ich bin Boomer. Es ist toxisch. Und da habe ich im Newsfeed gesehen, dass einer meiner Kontakte so eine Friedenstaube geteilt hat. So ein Bild mit so einer Friedenstaube. Und dass man auch unbedingt diese Friedenstaube teilen sollte. Also damit es mit dem Frieden auf der Welt auch endlich mal klappt. Auch ein schöner Gedanke, oder? Aber jetzt kommt's. Dieser Kontakt hat dann, ich glaube, es war unter einem Bericht einer Zeitung, eines Magazins oder eines Fernsehsenders, die über Veganismus berichtet haben. Hatte ich schon mal erwähnt, dass ich seit 10 Jahren auch, aber egal. Also in diesem Bericht ging es darum, dass immer mehr Menschen sich zumindest an einer veganen Ernährung mal probieren. Und Veganismus hat ja auch ganz viel mit Frieden zu tun und so. Ha? Also jedenfalls hat dieser Kontakt, dieser Facebook-Kontakt, dann als Kommentar unter diesem Bericht geschrieben, dass er oder sie niemals sich vegan ernähren würde. Kotz, wirk, diesen Veganern, den haben sie doch sowieso ins Gehirn gesch. Und außerdem lasse ich mir mein Fleisch nicht verbieten. Also der übliche Quatsch mit Soße. Aber merkst du? Ich meine, was läuft denn da schief im Kopf? Wo ist denn der Frieden, den er oder sie sich so sehr wünscht und warum man unbedingt diese Friedenstaube teilen müsste? Ich meine, ist nur so eine Idee. Es wäre doch vielleicht ein Anfang, wenn man erstmal unbedingt mit sich selber ein bisschen friedlicher umgeht, aber allgemein in seinem kleinen Umfeld, also im Alltag und auch im Internet, friedlicher handelt, und spricht und schreibt. Ansonsten vielleicht noch folgende Idee. Ich kann die Welt nicht retten, weder jetzt noch irgendwann. Das Beste, was ich tun kann, ist da sein für dich. Ich kann die Welt nicht retten, das schaffe ich eh nicht allein. Da sein für dich kann ein Rettungsanker sein. Ich kann die Welt